Hallo Leute und willkommen zu meinem ersten Unboxing-Video. Wie ihr vielleicht schon gelesen habt, geht es heute um die Survival-Edition von Tomb Raider. Und ich wollte diese gerne mit euch auspacken und euch zeigen, was da alles drin ist und ob es sich vielleicht auch für euch lohnt. Aber als erstes vom Spiel erstmal. Tomb Raider ist ein kompletter Reboot der Serie. Und auch Neulinge brauchen kein Vorwissen, um da wirklich mit klar zu kommen. Außer ihr seid jetzt nicht 18 und kommt mit dem ganzen Blut und so nicht klar. Aber das ist nicht mal, das liegt nicht in meiner Verantwortung. Naja, fangen wir erstmal mit der Rückseite von der Hülle an, von der großen Hülle. A Survivor is born und darum geht's auch. Im Spiel, Lara ist auf ihrer ersten Expedition. Da läuft anfangs was schief. Und sie muss sich erstmal das erste Mal mit dem Tod. Jetzt ist mir der Nase entglitten. Was auseinandersetzen. Genau. Und man sieht hier schon, was sich hier in der Survival Edition alles befindet. Das sind zum Beispiel der Audio-Track. Und dann gibt es hier ein Hitman Absolution Waffenpack. Da könnt ihr der Lara im Multiplayer-Modus Silverballs verpassen, die ihr von Agent 47 kennt. Und dann noch einmal hier das Artbook mit den Konzeptzeichnungen und natürlich die Spielkarte, die man jetzt vielleicht nicht so braucht. Aber die man sich vielleicht auch mal ins Zimmer hängen kann. Was vielleicht die wenigsten machen. Und dann natürlich Steam. Steam bedeutet natürlich auch, ihr braucht Internet. Und ja, heutzutage hat das ja eigentlich jeder. Manche finden es wieder nicht gut mit Steam. Weiß ich nicht, die wollen es wieder kopieren oder so. Keine Ahnung. Wie schon gesagt, ab 18 und jetzt packen wir es erstmal aus. Einmal erstmal so drehen. Ah, rutscht mir schon alles entgegen. Und dann fangen wir mit dem, wie haben sie es hier genannt? Da haben sie es ein Outdoor-Beutel genannt. Der ist hier schon jetzt auf. Der ist nun mal in einer Plastiktüte drinne. Und den kann man ganz halt wie eine Tasche benutzen. Ich mache jetzt gerade mal meine Hand rein. Hier könnt ihr halt die Sachen rein tun. Bis hier unten hin. Halt. Ist das Gummi. Da glitzert es ein bisschen. Und ja. Was sagt die Frau immer? Kann man doch halten. Ja. Das erstmal zur Tasche. Den vielleicht unnötigsten Ding aus der Survival Edition, aber ist nett, dass es sowas gibt. Ups, jetzt bin ich ein bisschen falsch. So. Dann kommen wir zur Welt, auf der Lara sich auf ihrem Abenteuer befindet. Die klappe ich mal kurz auf. Auf der einen Seite natürlich das Cover als Poster. Für die anderen gibt es dann einmal die Karte von der Insel Yamatai, wo wir uns befinden. Ich weiß jetzt nicht, ob ihr das seht, aber hier zum Beispiel beginnt das Abenteuer. Hier strandet man, also hier ist das Schiff. Ob man jetzt hier auch strandet, weiß ich jetzt nicht mehr genau. Und ja, im Internet ist die Karte viel größer. Also, ich habe mich schon gewundert ein bisschen, dass es doch so klein ausfällt. Einmal hier hinlegen fürs nächste, damit Platz ist. Beutel, Karte. Und dann kommen wir zu dem, was mir immer sehr gut gefällt. Das ist das Artbook. Da sind Konzeptzeichnungen halb drinne. Hier auf der ersten Seite steht nochmal
der Anfang beschrieben des Spiels, leider auf Englisch. Naja, leider. Ich kann's lesen. Auch nicht zu 100%, aber naja, man weiß, was da steht. Ja, und dann hier nochmal das Cover. Die Endurance Berge. Das ist auch irgendwas. Und hier hinten ist sogar die. Moment. Da sind so die ganzen Crewmitglieder nochmal drauf. Auch wenn es nicht nur Crewmitglieder sind. Hier zum Beispiel nicht. Ja. Das Artbook. Das habt ihr in der Survival Edition drin. Habt ihr den Collector natürlich auch. Dann kommen wir zum ersten Code, den wir kriegen von Square Enix. Das ist der Download-Code der Soundtracks. Das finde ich auch wieder ein bisschen blöd. Da hätte mir so eine CD in der Hülle besser gefallen. Weil ich glaube, der Code ist nur einmal gültig. Wenn man es dann verschwurbelt, dann ist es weg. Deshalb am besten dann direkt auf CD brennen. Das war's mit dem Code. Lege ich mal hier auf die Tasche. Und dann zu dem, was eigentlich am wichtigsten ist. Und zwar die Spielhülle mit der CD natürlich, weil ohne das wäre ein bisschen sinnlos. Hier hinten steht nochmal: A Survivor is born. Nora Schirner. Spricht Lever Croft. Das könnt ihr jetzt nicht lesen, wegen der schlechten Qualität meiner Cam. Aber hier befindet sich auch nochmal ein Code drinne. Und dann war es das auch schon mit dem Unboxing. Hier einmal natürlich nochmal die CD. 18. Dann haben wir hier nochmal das ganz normale Handbuch. Ist ein bisschen blöd über Kopf. Ganz normale Handbuch. Und dann gehen wir jetzt zu unserem nächsten Code. Das ist ja der Waffenpack von Hitman. Hitman Absolution Waffenpack für Tomb Raider. Das ist natürlich nur für Multiplayer. Den Einzelspieler wäre ein bisschen unfair am Anfang. Das war's mit dem Code. Gehe ich auch nochmal hier hin. Irgendwo, ja, verteile ich hier. Und ah, jetzt habe ich wieder mehr rausgenommen, als ich wollte. Dann gibt es hier nochmal für diejenigen, die es interessiert. Die können sich dann halt nochmal beim Spiel selber registrieren. Da kriegen sie dann halt, weiß ich nicht, Infos. Infos vom Spiel. Und ja. Mehr ist in der Survival Edition nicht drin, aber das ist ja auch genug. Collector Edition, da habt ihr das gleiche drin. Nur da habt ihr jetzt nochmal eine Lara-Figur, die ungefähr in der Größe von dieser Hülle ist. Und ich habe mich da sofort gegen entschieden. Ich habe mir schon mal eine Collector Edition von dem Spiel gekauft. Da war eine Figur drin, die Figur war kaputt. Hat sich nicht gelohnt. Und das für 20 Euro mehr. Das habe ich dann lieber sein lassen. Habe mir sofort die Survival bestellt. Und das war's jetzt mit dem Unboxing-Video. Ich packe das hier schon mal ein und ich sage mal, ich würde mich freuen, wenn ihr euch auch das Let's Play anschaut, was ich morgen hochladen werde, weil Steam erlaubt leider erst ab dem 5. März aufs Spiel zuzugreifen. Und ja, was gibt's da noch zu sagen? Wenn euch das chaotische Unboxing hier gefallen hat, würde ich mich über Kommentare oder Daumen freuen.
Schreib mir am besten, was ich noch besser machen kann beim nächsten Mal, falls sich die Gelegenheit ergibt. Und bis dahin, bis dann.